So gerne sagt. Bei Olympischen Spielen im Reitsport. Das eine, meine Damen und Herren, das ist Cosmo. 10-jährig in den Niederlanden gezogen und im Sattel. Der Mannschafts-Olympiasieger von Rio de Janeiro, Sönke Rotenberger. Ja. Und wir haben ein weiteres Ergebnis, ein gutes Ergebnis von Fabienne Lützgermeier und Fabrikas. Richter bei E 80,88%, Richter bei H 79,13%, Richter bei C 81,38%. 80%, 80,375. Super Ergebnis für Fabienne Lüttgemeier und ihren Nachwuchsstar. 80,38% derzeit Rang 4. Jetzt genießen Sie aber die Kür von Cosmo und Sönke Rotenberger. Sönke Rotenberger, der uns eine Kür zeigt, hier zu Musik von C's Slings. Live, Die and Repeat. Vielleicht kennen Sie den Film mit Tom Cruise, an diese Musik angelehnt.
Was für ein cooles Paar, Sönke Rotenberger hier und sein immer noch so junger 10-jähriger Olympiapartner Cosmo. Zweimal, der war ganz schön an, ne? Zweimal hat er so ein bisschen Hups gemacht, einmal da unten bei A, einmal da in Richtung E, aber danach sofort wieder voll bei ihm, 11-2er, wie am Schnürchen, auf der gebogenen Linie, die 14-1er, Schubs geradeaus und dann, eins muss man gar nicht erwähnen, diese PF Passage Tour, das ist sehr, sehr, sehr schön. Alles, was nach vorne geht, ja, da kommt er, glaube ich, dann immer wieder durch, der Springreiter Sönke Rotenberger, das reizt er aus, da gibt er Gas nach vorne, aber das kann er auch, weil er sich mit feinster Hilfengebung auch zack wieder zurückholen lässt, dieser Cosmo, dieser immer noch so junge 10-Jährige, ganz, ganz dosiert eingesetzt. Er ist diese Kür übrigens das letzte Mal gegangen, genau hier an dieser Stelle, nämlich letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften in Balve. Auch das ein Zeichen dafür, dass er wirklich sehr, sehr viel Pause auch dazwischen bekommt. Und genau das ist auch richtig. Wir wissen das, wir haben mit Sönke gesprochen, dass er eine richtig schöne, gemütliche, lange Winterpause hatte. Die hat er sich ganz klar verdient nach Rio und wir sehen es, es hat ihm sehr, sehr gut getan. 89,12, das ist natürlich eine irre Messlatte, die Isabel Wirth hier aufgestellt hat mit ihrem Emilio. Ein Paar kommt jetzt noch, das ist Imperio, der gestern sich den Bronzerang sicherte. Und wir und alle die, die da sitzen, wir warten sehr gespannt auf das Ergebnis hier für Cosmo. Jetzt kommen wir zum letzten Paar, Entscheidung Grand Prix Kür. Gestern gewann sie im Grand Prix